Ich habe Lachs mit Zimt-Sesamkruste gemacht und dazu einen Mango-Paprika-Chili-Salat. Dazu noch Garnelen zu dem Salat und ein bisschen Auberginenschaum darüber. Und die große Herausforderung ist natürlich, dass das Ganze noch warm ist, wenn man es serviert und dass man den Fisch trotzdem auf den Punkt bekommt. Ich fand es auch sehr, sehr professionell. Sie hat sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Wir standen alle in der Küche und sie hat gar keine Anzeichen von Nervosität gehabt. Die Leute sind sehr nett und wurden herzlich empfangen. Gesellige Runde, jeder erzählt sehr viel. Das Essen war klasse. Sie hat ein wunderbares Gerüst gehabt. Also sehr weit vorne, würde ich sagen. Textur, Schärfe war drin, es war Süße drin, Säure. Der Fisch war noch glasig, sehr gut gebraten. Ja, muss man sagen, wirklich, im Ganzen wirklich. Tipptopp. Toll fand ich die Kombination Paprika-Mango. Das hat super zusammengepasst, auch mit den Garnelen dazu. Ich bin ehrlich gesagt kein Lachs-Fan, aber der Lachs war nicht trocken. Mit dem Sesam und dem Zimt außenrum, das fand ich sehr gut. Ja, ich war mit den Produkten von Edeka ganz zufrieden, weil da gibt es eine große Auswahl und deswegen konnte ich mein Rezept auch nach meinem Gutdünken zusammenstellen.